Big Fish Games. Phenomen Games. In the northern part of the state, near the upper reaches of the Hudson River, there is a town named Sleepy Hollow. As is often the case, small towns hide big mysteries. The chain of bloody events commenced on one ordinary night. A secret marriage and a new will have inflicted a dreadful curse upon this town. The fell demon searches tirelessly for his head. The terrible legend has become a reality. The legend of a terrible creature returned from hell. The legend of the Headless Horseman. Herzlich willkommen zu Let's Play Cursed Fates, meinem neuen Wimmelbild-Let's Play. Ich habe mir hier schon mal pro forma einen neuen Account erstellt. Ja, ich betone, ich habe jetzt einen neuen Account erstellt, denn ich habe zuvor schon, glaube ich, so circa 1,5 bis 2 Stunden Aufnahmen gemacht. Habe das Ganze schon gerendert gehabt, ungefähr 3 Folgen hatte ich fertig. Bei der 4. Folge ist mir dann aufgefallen, dass ich gar keinen Mauszeiger mir hab anzeigen lassen. Also, beziehungsweise der Mauszeiger, also Fraps hat die Einstellung, Mauszeiger verstecken, ausgehabt. Sprich, also, er hätte die Maus zeigen müssen. Die Maus war trotzdem nicht zu sehen. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Ich wollte erst die Folgen so hochladen, da habe ich mir gedacht, da kannst du nicht bringen. Ein Wimmelbildspiel, wo du die Maus nicht siehst und nicht siehst, wie oft ich fehle, kann nicht gehen. Von daher habe ich jetzt einfach mal gesagt, mache ich das Ganze nochmal von vorne. Und naja gut, es wird zwar jetzt nicht mehr ganz so lustig wie beim ersten Mal, weil ich halt eigentlich schon so ziemlich alles weiß, jetzt so, was am Anfang passiert und wo was zu finden ist. Aber ja, ich werde es trotzdem versuchen, interessant zu gestalten. Den Sound hatte ich angepasst. Und ja gut, kurz hier so zu dem Spiel an sich. Cursed Fates ist halt jetzt mein etwas düsteres Wimmelbildspiel. Wie ihr gesehen habt, geht es ja um den kopflosen Reiter. Und hier unten auf diesem Grabstein gibt es die erste Information und das lese ich jetzt mal vor. Peter van Garrett, Grundbesitzer, Bankier, wurde unter mysteriösen Umständen getötet, geköpft. Sein Kopf wurde nicht gefunden. Einheimische glauben, er ist ein Opfer des kopflosen Reiters. Ja, was es damit auf sich hat, das werden wir jetzt gemeinsam erfahren. Wir spielen im schwierigen Modus, wollte ich sagen, wo die Lösungen und die Bereiche sich erst wieder langsam bilden. New York, 1799. Our prisons overflow with prisoners convicted due to false testimony. I believe that if we need to solve a crime, we should find evidence with the help of modern scientific techniques, not medieval torture. Then go to Sleepy Hollow. Conduct your experiments and apply your scientific techniques there. 3 people have been murdered in 3 weeks. All 3 were beheaded. Find the murderer, Constable Crane, and bring him here. Und hier sehen wir auch das Ortsschild zu Sleepy Hollow. Dort begeben wir uns jetzt hin. Und machen uns auf eine gruselige Runde bereit hier. Kapitel 1. So, wir sehen hier, wir sind mit unserer Kutsche leicht verunglückt und uns ist das Rad abgefallen. Das sammeln wir direkt auf. Basteln das Rad hier dran. Ich schau kurz hier in die Truhe. Die ist verschlossen. Dafür brauchen wir einen Schlüssel. Ja, in diesem Spiel gibt es normale Schlösser. Das hat mich sehr gewundert. Und naja. Ach ja, genau. Was ich schon mal gleich von Anfang an sagen kann. Diese goldenen Hufeisen, die hier überall rumliegen. Sucht diese goldenen Hufeisen während dem ganzen Wimmelspiel einfach mal mit. Schreibt es aber bitte nicht in die Kommentare oder sagt es mir bitte nicht, wo ihr welche gesehen habt. Tut das bitte erst in der letzten Folge,
Denn es kann sein, dass ich halt selber nicht alle finde und ich möchte mich halt so gesehen dann nicht spoilern lassen, sondern möchte das ganz gerne am Ende dann halt mit euch zusammen dann nochmal, ersuchen, sagen wir mal so. Okay, gut, dann geht's hier auch los zu unserem ersten Wimmelbild. Einige Objekte sind in einer anderen Farbe gekennzeichnet. Das bedeutet, dass sie schwerer zu finden sind als die übrigen Objekte. Klicke auf den Goldtopf. Damit war der Goldtopf gemeint. Da ist nämlich schon der Armreif drin oder das Armband. So, wir suchen eine Schere, Rose, Vogel und Briefe. Da sind die Briefe. Ja, der Vogel war hier. Du hältst eine Auszeichnung. Scharfer Blick. Hier ist die Schere. Dann brauchen wir einen Kamm, einen Sonnenschirm, einen Siegelring und ein Pferd. Da ist das Pferd. Wir haben noch eine Auszeichnung bekommen. Die Spürnase. Hier ist übrigens auch so ein goldenes Hufeisen. Und da hinten ist eins. Sorgfältig. Wir bekommen hier eine Auszeichnung nach der anderen. Daran könnt ihr euch schon mal gewöhnen, weil ich einfach zu gut bin. So, hier ist der Sonnenschirm. Da der Siegelring. Der Schmetterling ist hier. Ha, genau. Da konnte ich das letzte Mal diesen schönen Wortwitz bringen. Da habe ich gedacht, ich habe den Erfolg bekommen, weil ich den Kamm geholt hatte. Und der hieß halt ha, genau, dieser Erfolg. Jetzt habe ich es leider nicht hinbekommen, weil habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Naja. Aber hier, guck mal, das ist hier irgendwie, da hat sich in der Kutsche hat sich auch jemand versucht zu hängen. Da einfach mal so ein Strick. Der hängt auch so ein, sieht aus wie so ein Hundeschädel oder so. Naja, gut, ist vielleicht ein bisschen groß für so ein Hundeschädel. Ja, alles mögliche hier durcheinander. Ohrringe brauchen wir noch, die sind hier. Schlauer Fuchs sind wir jetzt. Ja, wir sind schlauer Fuchs. Hier drin ist die Sicherheitsnadel von diesem mysteriösen Teufelsclown oder was auch immer das darstellen soll. Und jetzt fehlt noch die Rose. Die Rose für einen ganz besonderen Menschen. Darf ich dir einen ganz besonderen Menschen geben? Die ist nämlich da oben. Eine schöne Rose. So, jetzt suchen wir noch einen Schlüssel. Ich bin da beim ersten Mal einfach so rausgegangen, dachte, ja, schön, jetzt kriege ich einen Schlüssel. Nee, also wenn wir alle Gegenstände gefunden haben, müssen wir auch noch diesen Gegenstand suchen, der dann hier steht. So, und der Schlüssel, der hängt hier. Den nehmen wir jetzt direkt mal mit. Tada! Du erhältst eine Auszeichnung. Eifrig. Wir haben einen Gepäckfachschlüssel bekommen. So, übrigens, hier, ich finde es sehr schön, dass dieser Tipp hier unten dieser Kürbis ist. Sieht ganz toll aus, finde ich. So, und dann schauen wir jetzt mal in diese Kiste rein. Aufsperren. Und was befindet sich darin? Der Koffer ist abgeschlossen. Ich brauche einen speziellen Schlüssel. Haben wir jetzt aber leider nicht. Wir nehmen uns dafür dieses Ölkännchen hier mit. Und was haben wir hier? Oh, schwere Steine. Mit bloßen Händen kann ich sie nicht beiseite schieben. Ja, das können wir leider nicht. New Amster. Jetzt gehen wir einfach mal nach New Amster und schauen uns hier ein bisschen um. Und hier liegt eine Leiche. Aber wir nehmen zuerst mal die Steinschleuder, nehmen das Hufeisen mit, das hier noch liegt. Machen mal den Briefkasten. Nee, den können wir nicht aufmachen. Wir untersuchen erstmal den Toten. I didn't think that my life would be cut so short, but so it has. My soul wanders between heaven and earth, where unfinished business remains. Ich hätte nicht gedacht, dass mein Leben so plötzlich enden würde. Doch ist es so geschehen. Meine Seele schwebt wegen unerledigten Geschäften zwischen Himmel und Erde. Who are you? How can I help you? Wer sind Sie? Wie kann ich Ihnen helfen? I'm Peter Van Garrett, just a humble farmer. I have worked hard to become prosperous, but that doesn't matter now. The only thing I can think about is the will I signed on this night. Ich bin Peter Van Garrett, ein einfacher Bauer. Ich habe hart für meinen Wohlstand gearbeitet.
Aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich denke nur noch an das Testament, das ich an diesem Abend unterschrieben habe. If it falls into the wrong hands, there will be no end to the misery that will surely follow. Please, find the will and put my mind at rest. Wenn es in die falschen Hände gerät, wird Unheil über uns hereinbrechen. Bitte finden Sie das Testament, damit ich in Frieden ruhen kann. Ja, wir haben jetzt also den Auftrag bekommen, sein Testament zu suchen, das er unterschrieben hat. Und wir kriegen hier einen Schleifstein. Schleifstein. So, hier diesen Briefkasten, den müssen wir ölen. Ja, das Blöde ist, ich brauche mich jetzt ja nicht blöd anstellen. Ich meine, ihr habt jetzt, wisst jetzt, dass ich das schon mal gespielt habe hier, den Anfang. Und naja, da müsst ihr jetzt einfach durch, genau wie ich auch. So, wir kriegen Buchstaben. Damit machen wir uns eine schöne Buchstabensuppe heute Abend zum Abendessen. Was haben wir hier? Efeu. Ah! Käfer? Spinnen? Ja! Dort hinter dem Efeu versteckt sich etwas. Die Krähe lässt mich nicht an den Baumstumpf. Dumme Mistkrähe, geh doch weg. Aber ich weiß, wie wir da dran kommen. Bam, in your face, Krähe. So, jetzt können wir den Baumstumpf untersuchen und wir kriegen eine Heckenschere. Und übrigens, das ist auch ganz neu an so, also was heißt ganz neu, ist anders an den als an meinen anderen Wimmelbildspielen. Und zwar können wir hier zwei Gegenstände kombinieren, die wir im Inventar haben. Dafür ist dieses Fenster da. Und was lässt sich hier wohl kombinieren? Und zwar die Heckenschere mit dem Schleifstein zusammen. Und damit kriegen wir eine scharfe Heckenschere. Und hier haben wir noch ein Hufeisen. Jetzt haben wir schon 5. Und hier, da, bei dem Sleepy Hollow, da fehlen die Buchstaben. Und hinten dran ist schon der erste Teil des Testaments. So, dann machen wir, lassen wir hier mal den grünen Daumen zum Vorschein bringen hier. Und machen mal so ein bisschen Schnipp, Schnapp, Haare ab. Nee, war ja Efeu. So, und damit haben wir jetzt ein Brecheisen bekommen. Und mit diesem Brecheisen tun wir jetzt diese Felsblöcke auf Seite schieben. Holen uns hier den zweiten Teil des Testaments. Fügen diesen zusammen zu einem. Und damit haben wir schon das Spiel gelöst. Wir geben das jetzt ab. Das Spiel ist vorbei. Und ja. Have you found the will? Haben Sie das Testament gefunden? Ja, das habe ich gefunden. Hier, bitteschön. Now my soul is free. Take this key to the town gates, for I no longer need it. Remember that a sinister demon awaits you. Be brave and farewell. Meine Seele ist nun frei. Nehmen Sie diesen Schlüssel zum Stadttor. Ich brauche ihn nicht mehr. Denken Sie daran, auf Sie wartet ein finsterer Dämon. Leben Sie wohl. Eins habe ich mich ja gefragt hier an dieser Stelle. Er ist ein Geist. Wie kann mir ein Geist bitte einen Schlüssel geben? Beziehungsweise wie konnte ich einem Geist ein Testament geben? What the fuck? Unlogisch. Naja, jedenfalls, ich will nicht wissen, wie wir den Schlüssel jetzt bekommen haben. Jedenfalls kriegen wir diesen Schlüssel. Und tschüssi, er fliegt von dannen.